Seltsam. Das Grab ist aufgebrochen. Eine Insel, umgeben von blauen Blumen. Uchitsunes Bogen könnte dort sein. Uchitsunes letzte Ruhestätte. Sucht nicht nach dem verfluchten Bogen. Er bringt nur den Tod. Er trug die Maske eines Tengu-Dämons. Und das war ein Warnschuss. Ich muss auf der Hut sein. Es wird wieder gut. Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Aber die anderen. Im Fischerdorf südlich eurer Heimatstadt. Kishibe. Das kenne ich. Hat man euch dort ergriffen? Wir versteckten uns inmitten der Fischkadaver, als sie kamen. Sie spürten uns rasch auf. Bitte, helft den anderen. Der Sakai-Clan beschützt das Dorf schon seit Generationen. Ich lasse es jetzt nicht im Stich.
euch und kämpft! Yuga, hol dich her! Mehr blaue Blumen. Ein Berg, umgeben von blauen Blumen. Uchitsunes Bogen könnte dort sein. Setzt eure Suche fort und Tsushima wird fallen. Genug. Sprecht offen. Das ist eure letzte Chance. Lasst den Bogen in Ruhe.
Los jetzt, Kagel! Hier bin ich richtig.
Bogen muss dort sein. Uchizunes Langbogen. Wo bin ich? Der Bogen ist verflucht. Ihr werdet bis ans Ende eurer Tage nur Tod sehen. Fluch des Dämons. Erst vertreibe ich die Mongolen. Dann kann ich mich um Flüche sorgen. Ihr werdet schon sehen. Der Dämon wird euch heimsuchen. Mein Herr, ist das die Klinge des Sakai-Clans? Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstamm trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Eine hervorragende Klinge, dieser Sakai-Stahl. In der Hand eines noch hervorragenderen Kämpfers. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Lebt wohl, mein Herr.
Sakai! Sensei, was Neues über Tomoe? Ja, doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie ein Dämon. Das ist nicht so abwegig. Tomoe ist furchtlos. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Kommt! Wo wollen wir hin? Zu einem Bogenschießstand. Ein Anwohner hat dort Mongolen gesehen. Ich vermute, Tomoe war dabei. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbündete. Ein hungriger Leopard ist auch furchtlos. Leoparden meistern euren Weg des Bogens nicht. Lasst gut sein, Sakai. Sie schließt sich uns nicht an. Warum ist sie übergelaufen? Ich riskierte es, all mein Wissen mit ihr zu teilen. Als sie mich hinterging, bestrafte ich sie. Das war gewiss hart. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Wir wissen nicht, ob sie Schuld hatte. Ihr nicht. Ich schon. Ihr müsst dort hinaufklettern. Schafft ihr es da hoch, Sensei? Worauf wartet ihr noch, Sakai? Braucht ihr Hilfe, Sensei? Nicht schlecht, Sakai. Ihr meintet, man könne nur hochklettern? Nein. Ich sagte, ihr müsst klettern. Ist eine gute Übung. Pfeile, mongolische und japanische. Falls sie hier waren, sind sie längst weg. Vielleicht finden wir ihre Spur bei der Zielscheibe. Hier ist kein Ziel. Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Bewegung, Sakai.
Wie viele Mongolen bildet Tomoe aus? Ein abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Sensei! Mongol! Sensei, ich bräuchte Hilfe. Gute Arbeit, Sakai. Schont ihr den Bogenarm, Sensei? Ich wollte sehen, wie gut ihr reagiert. Ihr wusstet, dass die Mongolen noch hier sind? Ja. Und ihr habt nichts gesagt? Ein paar Mongolen überfordern euch. Und ihr wollt es mit Tomoe aufnehmen? Das ist ein Krieg, kein Test. Und wie viele Kriege habt ihr gekämpft? Ich teste euch, wie es mir beliebt. Kein Wunder, dass Tomoe euch angriff. Nun gut. Wo ist sie hin, Sakai? Ich sehe mich um. Viele Spuren. Ein Dutzend Männer. Vielleicht mehr. Folgt der Spur. Wenn wir sie fassen, wartet nicht auf mich. Greift an und zieht weiter, sonst seid ihr tot. Wollt ihr diesmal euren Bogen benutzen? Wenn wir sie finden. Und wenn nicht? Könnt ihr allein ein Dutzend Soldaten besiegen? Wenn's sein muss. Gute Antwort. Seht euch das an. Sie üben, was Tomoe sie gelehrt hat. Mord an Unschuldigen. Ihr müsst das nicht tun! Forschung! War da eine Japanerin bei diesen Mongolen? Ich konnte es nicht glauben. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt? Etwas über den Sensei und die heißen Quellen. Mehr habe ich nicht gehört. Verzeiht mir.